Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Video würde ich dir gerne Schlaraffel in der Hypoliga zeigen, und zwar im Remix Cup. Das Ganze wollte ich gerne kombinieren mit Griffeldes und dazu noch mein Tornupto. Ich werde Schlaraffel in diesem Video, erstmal das Ding geht auf Level 50, kostet mich jetzt fast 400.000, ist schon echt hart, ne? Aber wir machen es natürlich. So, oder wartet mal kurz, habe ich mich verguckt? Nein. Kurz vor der 2.5, perfekt. Und ich werde in diesem Video Schlaraffel eher als Safe Switch nehmen. Griffeldes in der Führung, das hat eine Elektro-, Gesteins-, Eis- und Fee-Schwäche. Und bei all diesen Typen ist Schlaraffel neutral, da es nur eine Kampfschwäche quasi hat. Und ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen was reißen kann. Und ich möchte mir irgendwie Schilde aufbewahren. Griffeldes und Schlaraffel halten beide sehr, sehr viel aus. Und ich habe die Hoffnung, dass Tornupto dann hinter Schilden alles regelt. Und nach dem Intro sehen wir uns in Action. Let's go. Und das ist mein Team. Hatte ich euch gerade schon vorgestellt. Damit möchte ich es ausprobieren. Ich musste erstmal noch die App neu starten. Wir haben jetzt 22.01 Uhr. Ich bin um Punkt 10 rein. Und mir wurde immer noch die Superliga und der Superliga Remix Cup angezeigt. Von daher war einmal der Neustart nötig. Und ich hoffe, dass dieses Team hier ganz cool ist. Und ich bin von Schlaraffel. Ich bin echt gespannt, wie das Ding abschneidet. Ihr könnt euch gerne dieses Video anschauen, bevor ihr euch ein Schlaraffel pusht. Die Führung ist Bombe. Okay. Was kommt da rein? Wechsel doch raus. Ich habe doch schon viel früher gedrückt. Ah, ein bisschen spät, ne? Aber ist nicht schlimm. So, okay. Ich hole noch zur Attacke aus. Du hast Himmelsfeger wahrscheinlich oder Orkan und Eissturm. Ich werde jetzt erstmal nichts schilden. Ja, come on. Köder du mal. So, ich gehe jetzt hier gut auf 100 Energie. Zack, zwei Attacken ready. Ich nehme den nächsten auch noch. Du kannst mich gerne doppelt abschwächen. Stört mich nicht. Wenn du mit Gengar zurückkommen möchtest, drücke ich dir immer noch ordentlich Schaden. Ah, das geht klar. Ich habe den gestrigen Tag gar nicht die Kampfliga gezockt. Ich habe einen Tag Pause gemacht, wo ihr das Dark Go League Video gesehen habt. Warum? Okay, gehst du jetzt hier mit zwei Schilden rein? Das wäre natürlich cool, ne, weil du dir unbedingt die Führung behalten, den Wechselvorteil. Du darfst nämlich nicht zulassen, dass ich mit meinem Griffeldes gegen deine Dings kämpfe. Aber guck mal, was jetzt passiert, Bruder, es tut mir leid. Deine zwei Schilde waren einfach total unnütz, weil mein Tornupto hier dich komplett wegrasiert. Ich weiß nicht, ob du overtappt hast, aber die Schilde konntest du knicken. Ja, komm ruhig damit wieder rein. Ja, was willst du jetzt machen? Fokusstoß, Matschbombe, Spukball. So, okay, du setzt ein. Ja, ich habe noch zwei Schilde, ich lasse erstmal alles durch. Matschbombe sollte nicht allzu viel machen, Fokusstoß wirst du noch nicht haben. Ich hoffe, das war ein Gleichstand. Lass das bitte ein Gleichstand gewesen sein, sehr schön. Das heißt, wir drücken dir hier den Move. Der wird dir auch wirklich drücken. Das können wir ruhig betonen. Bam. So. Oh. Oh. Okay, das ist ziemlich spicy. Das ist ja cool. Was mache ich denn dagegen? Wie geil ist das denn? Du hast Nahkreuzschere. Okay. Was setze ich denn gegen dich ein? Hier ist alles resistiert. Ich glaube, ich gehe rüber und versuche dich mit Knirscher abzuschwächen. Boah, hier wäre ja, aber du hältst nicht viel aus, ne? Hier wäre natürlich auch ganz schmackhaft, mein Tornupto. Und ich hole noch zur Attacke aus. Falls das irgendein Kampfmove ist, wie Nahkampf oder sonst was. Ah, Finsteraura, würde ich sagen, schwächt dich gerne ab. Aber dem ist natürlich nicht so. Ziemlich spicy, das Teil hat aber auch viele Schwächen. Kampf würde dich extrem hops nehmen. So, guck mal, auch hier so ein nicht effektiver Move drückt schon ordentlich. Und du gewinnst wahrscheinlich den Gleichstand, der klar soll so sein. Und du hast Snarl, also der Unlichtpart zu meiner Attacke quasi. Der gleiche Move, den Griffeldes auch hat. Kann ich das ja eigentlich komplett beenden mit zwei Schilden? Soll ich mal so ein Arsch sein und hier mit einem Two-Shield-Flex rausgehen? Ist das möglich? Was meint ihr? Oh, du gibst schon auf, ne? Okay. Ich hätte es jetzt auch eiskalt durchgezogen. Tornupto gefiel mir sehr, sehr gut, obwohl ich echt spät gewechselt bin.
Ich kam da noch gerade gar nicht klar oben auf die Icons. So, okay. Erster Kampf war schon okay. Ja, wie man hier sieht, an den Punkten habe ich immer noch die, mit denen ich aufgestiegen bin. Ich habe da nicht sonderlich mehr gezockt. Also, Griffeldes gegen... Autsch. Oh, gegen dich habe ich ja gar nichts. Oh, das ist böse. Das ist richtig... Ah, du hast auch Kraftkoloss, ne? Aber du hältst, glaube ich, nicht so viel aus. Wie spicy sind denn die Leute unterwegs? Okay, das wird noch ziemlich cool. Dich habe ich auch noch in Shiny. So, du kannst gerne auf Kraftkoloss gehen. Ich bezweifle, dass du dich hier abschwächst. Schwächt man sich hier ab? Nein, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist doch gar nicht der Play, sich hier abzuschwächen. Ah, wie gerne ich dich mit Tornupto runterfahren würde, damit ich gegen deinen Stolos einen Solarstrahl habe, aber das wird nichts. Ich krieg das Stolos nicht weg. Du bist ja auch sehr, sehr spammy mit deiner. Ist das Kreuz? Nee, nicht Kreuzschere. Fury Cutter, Zornklinge müsste das sein. Da kommt der Nahkampf. So, okay, ich kriege wahrscheinlich nur eine Attacke raus, ne? Oder zwei? Ich glaube, zwei sind drin. Ah, nee, du hast dich abgeschwächt, ne? Ja, ich verliere halt, ne? Ich kann nichts machen. Okay. Interessant. So, und dann fangen wir hier erstmal den Move ab. Ich brauche mein Tornado definitiv noch. Wie viel macht jetzt hier der Nahkampf? Du gehst doch... Ach, Laubklinge sogar, okay. Jetzt kommst du halt hier mit wieder rein. Ich muss gucken, dass ich so ein bisschen Schaden mit meinem Schmarotzer anrichte. Du bist Krypto. Ich habe die Hoffnung, dass das dann doch noch ein bisschen Schaden macht. Das wäre vielleicht nicht schlecht zu sehen, dass das hier Damage macht. Oh, du schildest nicht mal. Guter Play. Du farmst mich einfach runter. Oder? Vom Timing war das jetzt leider nicht so gut. Ich habe die Hoffnung, dass ich vielleicht noch einen Move rauskriege. Das wäre noch sehr, sehr wichtig. Kann ich dich gleich runterfahren? Was ist denn jetzt hier dein Play? Okay, jetzt ziehe ich doch mal ein Schild. Ich verliere den Gleichstand. Einfach nur, weil ich die Attacke ready habe. Also jetzt mache ich das so und wechsle danach direkt. Und ich muss hoffen. Oder setze ich direkt ein. Ich setze direkt ein. Ja, du kriegst zwar eine Attacke zwischen, aber ich muss hier Druck aufbauen. Okay. Es ist noch nicht verloren, wenn du jetzt hier schildest. Wie viel macht das? Kann ich dich runterfahren? Ich hole zur Attacke aus. Das ist sehr gut. Ein weiterer besiegt dich hoffentlich. Und Galagladi hat keine Energie. Das ist noch nicht verloren, Leute. Doch, jetzt schon. Jetzt schon. Das wird dich hier besiegen. Du hast deine Energie. Den Schaden, der auf Stolos gehen sollte, hier rüber transferiert. Das war ein guter Play von dir. Leider kannst du mich jetzt runterfahren. Ja. Ein Snarl reicht leider nicht. Schön gespielt von dir. Ah, das hast du gut gemacht. Der Wechsel hat dir den Win geholt. Nur deswegen hast du gewonnen. Schöner Spielzug. Ist auf jeden Fall der richtige Weg gewesen. Offensichtlich, sonst hättest du nicht gewonnen, ne? Ah, Stolos, Krypto, sehr spicy, gefällt mir mega gut. Dazu noch ein Pinsir. Was ist jetzt los? Okay, ist in Ordnung. Das kann man ausspielen, wenn man das natürlich möchte. Ich habe hinten noch eine viel bessere Antwort mit Tornupto. Ja, ich kriege auch effektiven Schaden, aber so eine Lohe-Kanade, die tut weh. Ja, die wird wehtun. Aktuell hat Schlaraffel hier noch nicht viel zeigen können. Aber das ist in Ordnung erstmal. In erster Hinsicht geht das, glaube ich, klar, was wir hier von den Pokémon sehen. Es ist sehr, sehr spammy. Es tut die Dinge, die es erledigen soll. Es drückt nur nicht so viel Schaden, ne? Weil hier auch in der Hyperliga die Gegner weiter aufgelevelt sind, habe ich das Gefühl, dass das im Verhältnis zur Superliga nicht so viel Schaden raushaut. Aber das ist jetzt mein erster Eindruck. Kann auch sein, dass ich mich da gerade irre. Müssen wir uns mal gleich im Verlauf der Kämpfe nochmal anschauen. Du kannst nicht runterfahren. Ich weiß auch nicht, warum ich hier overtapped haben soll. Aber ist in Ordnung. Du hast nicht die Möglichkeit, mich runterzufahren. Du musst auf jeden Fall Energie ausgeben.
Und das ist gut aus folgendem Grund, weil ich dann hundertprozentig mit Tornotto runterfahren kann, weil du dann energielos sein wirst. Du brauchst noch einen Steinhagel, um mich zu besiegen. Wenn du das nicht machst, was du jetzt tust, perfekt, gibst du alles an Energie auf. Jetzt hole ich mir einen Energievorteil mit Tornupto und an sich mit den Attacken, die das Teil hat, trifft das eigentlich ganz gut. So, oh, du bist ja gar nicht aufgelevelt. 2200 Wettkampfpunkte. Und Toxiquark. Da muss ich an sich drinbleiben, ne? Auch nicht aufgelevelt. Deine Attacken tun hier weh. Ich möchte nicht rüber wechseln, weil der Konter da weh tut, aber hier muss ich deine Schlammbomben schilden. Ah, nicht cool. Es sei denn, du schenkst mir Attacken. Bitte schenk mir Attacken. Okay, ist eine halbe Attacke, die du hier mir geschenkt hast. Ich komme aber zu noch einer Attacke. Wechsle ich danach raus? Oder bleibe ich dran? Wirst du mich farmen können, ist die Frage. So, jetzt setzen wir nochmal ein. Okay, okay, okay. Du wirst nicht farmen können. Ich lasse dich hier gleich Energie ausgeben. Ich darf dich nicht in dem Glauben lassen, dass du mich hier runterfarmen kannst. Kannst du aber? Ah, sehr schön. Oder? Ich glaube, du kannst mich leider farmen. Ich glaube, das kriegst du leider hin. Okay, Schlaraffel, jetzt ist dein Moment. Ich kriege hier sehr, sehr viel Schaden. Ich drück dich aber hiermit weg. Okay. Ich habe dann noch ein Schlaraffel mit einem Schild. Wenn du nicht noch ein Kampf-Pokémon hinten hast, sieht das nicht schlecht aus. Bitte kein Konter-User. Was hat man? Okay. 2, 3, 4. Ich wollte gerade sagen, es würde keinen Sinn machen, wenn du jetzt eine Attacke rauskriegst. 4, 4, 4, 4, 4. Ah, okay. Ich mache ja kaum Schaden. 5. Hast du schon... Ich hätte dreimal auf Body Slam bald gehen sollen. Du hast noch keine 2 Attacken ready. Wie viel macht das? Ich drücke hier gar nicht so viel Schaden, ne? Okay, ich verliere 3-mal Body Slam. Wäre auf jeden Fall der Play gewesen. 3-mal Body Slam wegen dem Step wäre definitiv der Play gewesen. Aber ich habe tatsächlich das Gefühl... Bitte Overtap, schade. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ich drücke hier weniger Schaden als in der Superliga. Aber ich glaube, das hängt einfach echt damit zusammen, dass... Oh, wartet. Bitte. Oh, Schlaraffel, mein Boy. Ich habe nichts gesagt. Du bist einfach tanky ohne Ende, ne? Okay, okay, okay. Ich wollte dich gerade mobben, Schlaraffel, aber dass du das hier nochmal mit einem KP überlebst, ist der Hammer. Ich wollte gerade zu Ende sprechen und sagen, ich glaube, das Teil hält in der Superliga mehr aus, weil hier die Pokémon auch weiter gelevelt sind. Das teilt mehr Schaden aus in der Superliga, aber hier weniger, weil hier die Pokémon offensichtlich mehr gelevelt sind. Okay, okay, ich verstehe. Schlaraffel, du alter Schlawiner mit einem KP, holst du das Ding hier noch? Okay, ist schon cool gewesen, da nochmal so tanky zu sein. Wenn man in Betracht zieht, dass Galagladi schon einen guten Angriff hat, ne? Und eigentlich drückt ohne Ende, das geht, mit der Aihoas geht das vollkommen klar. Steinhagel tut weh, ja. Aber ich habe hier eigentlich ein ganz gutes Matchup. Besser als mit Schlaraffel. Ich schenke dir hier einen Konter, ist aber nicht so tragisch. Ich möchte hier eigentlich nur Druck aufbauen. So, Schild kommt, okay. Schenkst du mir denn gleich auch noch Züge? Gehst du durchgehend auf Kreuzhieb? Bitte, lass mich einen Steinhagel schilden. Jawohl, okay, dann war der Schild auf jeden Fall es wert. Dann war es mir das definitiv wert. Ich komme jetzt hier nochmal zur Attacke. Ich lasse danach alles durch von dir. Du kannst den eigentlich auch durchlassen. Eine Aihoas überlebst du? Okay, du willst es scheinbar gar nicht. Alles klar, auch wenn das jetzt ein Steinhagel ist, was ich gar nicht glaube vom Energiemanagement her. Ich glaube nicht, dass das einer ist. Ja, ich komme zu noch einem Move. Hoffentlich, es sei denn, du hast jetzt noch ein Kreuzhieb. Oh, perfekt. Der Köder war hier nicht so sinnvoll. Du kannst mich aber runterkontern. Und ich glaube, das weißt du. Deshalb gehen wir jetzt hier mal aggressiv raus. Hauen schon mal einmal ein Eschern raus. So, ich werde definitiv schilden, selbstverständlich. Du hast eins. Ja, du kommst zu noch einem Kreuzhieb wahrscheinlich. Du schaffst leider noch einen. Oder? Nein, okay, ich habe eine geladene Attacke. Aha. Und du bist auch noch Krypto.
Das sieht nicht schlecht aus, wirklich nicht. Ein geladenes Tornupto ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, das Pokémon, das glaubt ihr nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sein letztes Pokémon ein Gengar ist. Guck mal, ich habe jetzt die nächste Attacke. Ich glaube, dein letztes Pokémon ist ein Gengar, das ist nämlich ein beliebtes Team. Und weil ich immer noch ein lebendiges Grefeldes habe, plus ein Schlaraffel. Oh! Ah, schade, dass ich nicht vor dir zur Attacke komme. Du hast jetzt leider den Steinhagel. Und jetzt kommt der Showdown. Du hältst mehr aus als in der Superliga. Das sieht dann... Ah, okay, okay. Wir lassen die Uhr runter ticken. Obwohl, lassen wir nicht. Hier steckt ein bisschen was weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein Erdbeben. Ködern würde jetzt nicht viel Sinn machen, oder? 8 setzt du ein. Oh, ich stecke ja gut was weg. 8, okay, okay, okay. Du solltest das nächste bei 7 haben. Es wäre gut, wenn es mir gelingt, das abzufangen. So, das heißt... 1, 2, 3, 4. Da ist Nummer 4. Ja, das wird tricky. Das wird echt nicht gut. 4, 4, 4, 4. 5, 6, 7. Oh, du machst es... Oder? Machst du es gut? Oder gehst du auf Steinhagel? Wenn ich das Erdbeben abgefangen habe, habe ich gewonnen. Das war leider nur ein Steinhagel. Aber ich komme hier gleich zu noch einer Attacke, glaube ich. Von daher war es das. Ah, Schlaraffel, my boy, das sieht gut aus. Schön Erdbeben weggesteckt, die Verteidigung des Gegners geschwächt. Nicht schlecht, Herr Specht, nicht schlecht. Aber das Ding war auch nicht aufgelevelt komplett, da fehlen auch noch ein paar Power-Ups. Aber ich glaube nicht, dass ein, zwei Power-Ups da nochmal den Braten fett machen. Ah, okay, okay. Ich glaube, Schlaraffel ist gut. Ich weiß nur nicht, ob es die fast 400.000 Sternenstaub wert ist. Also aktuell gefällt es mir. Aber wir haben ja nochmal Zeit, das auszuprobieren. Ich würde jetzt auch, wenn ihr das unbedingt zocken wollt, ich würde euch bis jetzt davon nicht abraten. Quatsch. Tornupto. Eventuell einen mit der Geist-Sofort-Attacke. Dann ist das noch besser für mich, weil das Teil kann auch Dunkelklaue spielen. Dunkelklaue ist der Move, der auch zu Beerus oder Gengar oder so spielen. Von daher ist das schon eine sehr, sehr gute Sofort-Attacke. Die hat Tornupto vorher gespielt, bevor es Einäschern bekommen hat. Und du timest das so, dass ich nochmal 3 Züge geschenkt kriege. Das ist schmackhaft. Ich habe nur leider überhaupt keinen Überblick, wann ein Tornupto seine Energie hat. Ich setze jetzt hier nochmal ein. Ich baue gut Druck auf. Aber du machst natürlich das Gleiche mit deiner Sofortattacke. Mit deiner Ladeattacke. Wenn du zu gierig bist, komme ich hier zu noch einem Move. Okay. Ich glaube, dass ich das dennoch gewinnen kann. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es echt inständig, bitte. Ich möchte das Ding jetzt hier nicht verlieren. Okay. Man geht raus. Ja, okay, okay, nicht cool. Man geht aggressiv raus, aber warum? Warum ist die Frage? Ich wollte erst in mein Eichhörnchen, ne? Aber dann dachte ich mir, einen Kraftkoloss möchte ich dann doch nicht wegstecken. Also bleiben wir jetzt erstmal ganz entspannt hier. Denn ich resistiere mit meinem Eichhörnchen auch die Sofortattacken von Relaxo und von seinem Tornupto. Von daher finde ich das gar nicht so verkehrt. Hier komme ich jetzt gleich mit meinem eigenen Tornupto rein und hole mir Energie. Ich glaube sogar, ich wollte gerade sagen, dass ich den Body Slam überlebe. Hier zu noch einer Attacke kommen. Und werde ich mich dann runterfahren lassen oder gehe ich auf einen Snipe mit Tornupto? Wenn er den nicht schildert, überlebt er den noch. Okay, dann gehe ich trotzdem raus, dann lasse ich mich nicht farmen. Dann möchte ich mich tatsächlich nicht farmen lassen. Und egal womit du gleich reinkommst, ich habe wieder ordentlich Energie auf meine Pokémon. Und ich glaube nicht, dass du danach noch einen Body Slam schaffst. Einmal ein Äschern sollte dich, glaube ich, besiegen. Ah, oder auch nicht. Okay, du schaffst doch noch einen Body Slam, aber den sollte ich wegstecken. Hoffentlich, bitte. Ich möchte jetzt nicht mit so viel Energie draufgehen, bitte nicht. Kraftkoloss, okay, das besiegt dich. So, jetzt drücke ich dir hier, weil ich 2 Attacken habe, den ersten. Und was machen wir danach? Kannst du mich dann runterfahren? Das sollte dich besiegen. Kannst du mich mit Relaxo runterfahren, ist die Frage. Nein, ne?
Doch, ich war zu gierig. Ich bin jetzt echt mit so viel Energie draufgegangen. Das war nicht gut von mir. Okay, bitte fahr mich nicht. Ah, miesen. Das war so ein heftiger Fehler von mir. Das war echt nicht gut. Zu viele Flora-Statuen stecke ich auf keinen Fall weg. Das war Missplay von mir, das hätte ich holen können. Ah, da war ich zu gierig. Der Einäscherungsschaden hätte hier gefehlt. Ich hätte hier zwei Einäschern rausgekriegt, bevor du mich farmst. Das wäre so gut gewesen. Das war ein Fehler von mir, tatsächlich. Und dich hier mit Griffeldes runter zu farmen, dein Relaxo, war auch dumm. Du hast jetzt gleich eh zwei Attacken. Ah, ich habe dir zwei Sofortattacken Farm gegönnt. Okay, hier waren mehrere Fehler in einem Kampf. Das hätte man echt nach Hause bringen können. Ah, mit Tornupto nicht so gierig sein, sondern einsetzen. Dann hätte Bisaflor mich wahrscheinlich mit. Ah, schade, da fehlt noch eine Attacke. Bisaflor hätte mich nicht runtergefarmt. Ich hätte zumindest Einäscherungsschaden gemacht. Wenn das nicht ausgereicht hätte, hätte ich dir vielleicht sogar noch eine Lohe Kanonade gedrückt und die hätte dich wahrscheinlich besiegt. Ja, das war ein Fehler von mir. Aber das geht, glaube ich, klar. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Schlaraffel zeigen, wie das Teilchen so ist, was das so aushält. Und ich finde schon, dass das gute Tanken wegsteckt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das viel mehr Bulk hat als andere Pokémon. Aber da muss ich mich jetzt nochmal Dings ein paar Tage mit befassen, glaube ich. Ich denke, ja, jetzt holen wir uns hier die Punkte ab. Jetzt geht das wieder ein kleines bisschen bergauf. Und ich glaube, im Endeffekt können wir ruhig auch noch ein Set spielen. Ach ja, ich glaube, da brechen wir uns keinen Zacken aus der Krone, wenn wir einfach hier nochmal einen starten. Das gleiche Team, ich möchte euch nochmal versuchen oder was zeigen mit dem Team. Und für morgen habe ich mir schon ein neues Pokémon überlegt, das ich euch gerne zeigen würde. Aber ich spoiler noch nichts, da könnt ihr gespannt sein. Ich stelle mir das ganz cool vor, ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ist übrigens ein Shiny und ein legendäres. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren erraten, was ich denn da so am Start haben könnte, was ich gerne zocken wollen würde. Ich glaube, da kommt ihr nicht drauf. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare und fangt an zu raten. Okay, das geht, das geht. Kann man mitnehmen. Er muss durchgehend auf Giftzahn. Von daher sieht das nicht so schlecht für mich aus. Und perfekt. Okay, das geht. Ich finde, dass das geht. Sollte wohl nicht so das Thema sein. Wie viel macht denn hier ein Giftzahn? Ja, come on. So, perfekt wird das für mich, wenn du mir erlaubst, Attacken zwischenzutimen. Wenn du deine Attacken so einsetzt und mir Züge schenkst, sieht das wirklich gut aus für mich. Ich gewinne eh keine Gleichstände, von daher war das hier wichtig, da nochmal der Move zu kriegen. Guck mal, schaut euch den Bereich an, in dem er mich jetzt bringt. Ist aber nicht so tragisch, denn ja, er kriegt jetzt hier eine Attacke raus, soll so sein, weil das kein Gleichstand war. Aber ich bin noch spammy. Ich komme zur nächsten Attacke wahrscheinlich vor dir. Guck mal, du musst jetzt schon mal schilden. Das ist richtig. So. Ich komme doch nicht vor dir. Stört mich aber nicht. Du kannst mich gerne besiegen. Und gehe ich danach in. Ich glaube, ich gehe danach ganz entspannt mit Greedent, also mit Schlaraffel rein. Ich werde aber auch wahrscheinlich jetzt aggressiv rausgehen, damit du mich nicht runterfarmst. Das bedeutet einmal hier raus. Aha, Irokex. So ist aber nicht so tragisch, wie ich finde, denn ich denke schon, dass man mit Body Slam so ein bisschen was an Schaden raushauen könnte. Oder? Ja, das geht. Könnte natürlich besser sein. Okay, vom Timing her kriege ich wieder Züge geschenkt. Es macht aktuell für mich keinen Sinn, die ganzen Attacken zu schilden, die entweder mich abschwächen oder den Gegner aufsteigern. Aber ich bin gut spammy, ne? Ich glaube, das war den hier, noch ein und eventuell danach noch ein Body Slam rauskriegen. Ein Schild bist du schon am Nachteil. Und ich glaube, ja, ich überlebe das. Ich kriege danach doch nicht noch einen raus. Ist aber nicht verkehrt. Wenn du den nicht schildest, habe ich das Gefühl, dass ich danach schon fast runterfahren könnte mit Tornupto. Ich werde gleich wieder aggressiv rausgehen.
Ich gebe den Gegner, ich darf den Gegner nicht die Chance geben, mich zu farmen. Das heißt rausgehen, hier ein bisschen Schaden fressen, aber ein bisschen was mit Einäschern machen. Könnte ein Schmarotzer sein, du bist zweifach gesteigert. Würde mir wehtun, möchte ich nicht zulassen. Und ein doofer Köder, okay. Und du kommst mit deinem Grafeldes, aber ich habe einen guten Energievorteil. Ich muss das so timen, genau, dass ich hier Züge rauskriege. Ich habe gar keine Wahl, als das zu schilden. Jetzt muss ich eine Sekunde danach warten, bis meine Energie ankommt. Ein bisschen doof. So, er ist bei 1. Den nächsten hat er den bei 3 oder bei 4. Ich zog so oft selber Grafeldes, aber ich weiß es gerade nicht. Da bin ich mir gerade echt nicht sicher. 2, 3. Ah, ich werde wahrscheinlich nicht rauswechseln können. Ah, das ist doof. Abfangen wir jetzt so göttlich. Das wäre so gut. Da ist der Move. Die Frage ist, ob mich das besiegt. Ich hoffe nicht. Ich habe aber fast 2 tote Pokémon, mit denen ich nichts mehr machen kann. Ja, das ist nicht gut. Dich kann ich jetzt hier besiegen, aber beide andere von dir können mich runterfarmen und ich weiß nicht, wo ich reinwechseln möchte. Von daher habe ich jetzt hier zwar überall tote Pokémon, die mir aber nichts bringen. Ich komme hier auch nicht schneller zur Attacke. Nein, du farmst mich jetzt hier runter. Mit Schlaraffel werde ich nichts reißen können und mit Tornopto auch nicht. Dein Team gefällt mir, das ist gut aufgestellt. Kennt man aus der Superliga. Ja, meine einzige Chance ist hier ein bisschen Schaden zu machen. Okay, du bist extrem spammy, ja, das wird nichts mehr. Ich werde dich jetzt auch nicht runterfarmen können, um dann mit einer Attacke gegen Irokex zu kommen. Das glaube ich nicht. Nein, nein, dein Giftzahn besiegt mich. Schönes Team, kennt man aus der Superliga. Ist schon witzig, dass man die ganzen Pokémon auch in XL in der Hyperliga spielen kann. Ich meine in der Superliga XL, tut mir leid. Hab mich da gerade so ein bisschen versprochen. Ist ein cooles Team. Wenn ihr das mal zocken wollt, macht auf jeden Fall Sinn. Man hat vorne einen Konter gegen Feen und hinten extrem schwache Pokémon gegen Feen. In der Regel geht man dann auf Grafeldes raus, um ein Feen-Pokémon oder so rauszulocken. Was mache ich denn hiermit? Gehen wir mal hier raus als Safe, ne? Haben wir ja gesagt, da fahren wir das ja mit. So, wir holen uns jetzt hier erstmal eine Energie, also einen Move mehr, ein bisschen Energie mehr, falls er rauswechselt und das nächste Matchup für mich nicht so gut ist, dass ich da wenigstens einen kleinen Energievorteil habe. So, zack, das war der Gleichstand, den ich verloren habe. Wie viel macht das denn? Ich hätte auch in meinen Hardkonter gehen können, aber ich glaube, dass das nicht so gut gewesen wäre. Aha. Habe ich die Möglichkeit, dich abzuschwächen, dann würde ich das gerne machen wollen. Bitte. Gönn mir das. 30% Chance, come on. Come on, 30% Chance, wo bist du? Nicht auf meiner Seite, ich verstehe schon. Ich hole nicht mal zur Attacke aus. Hätte ich hier nochmal ausgeholt, würde das Ganze schon wieder ganz anders aussehen, weil dann würde ich hier noch einen Bodyslam schaffen, den ich jetzt nicht mehr schaffe, weil ich nicht zur Attacke aushole. Ärgerlich. Aber wir gehen jetzt hier rein, müssen hier alles durchlassen. Rexblizzer kann man drüben runterfarmen. Ich muss das Teil ein bisschen low kriegen. Nächste Mal gegen Nidoqueen muss ich tatsächlich auch durchgehend auf Body Slam gehen. Vor allen Dingen, weil das Teil E-Krypto ist, hält das nicht so viel aus. Und dann hätte ich auch noch eine Attacke geschafft. 2 Body Slams wären definitiv besser gewesen als eine Attacke. So, doof ist allerdings nur, wenn du hinten noch einen Konter hast. Wenn du noch einen Konter gegen Feuer-Pokémon hast, weil davon gehe ich aus. Oder ist das hier deine Feuerbestrafung in der Führung? Weil du kommst jetzt gleich mit Rexblizzer, willst mich versuchen zu farmen. Wenn ich Einäschern rauskriege, mache ich gut Druck. Das wäre ganz geil, wenn ich das schaffe. Das heißt, wir gehen jetzt aggressiv raus. Bitte ein Einäschern. Aha. Au. Ja, das macht doch gut Schaden hier von dir. Wir teilen uns beide guten Schaden aus. Du musst hier schilden, wie spammy bist du. Du hast Knirscher und Matschbombe. Höchstwahrscheinlich auf deinem Pokémon. So, du musst, es liegt alles daran, oder es hängt davon ab, ob du mir Züge schenkst. Bitte senk jetzt nicht meine Verteidigung mit Knirscher. Tu mir den Gefallen, Bro, tu es nicht. Bitte nicht. Komm, ich habe die 30% gerade auch nicht gekriegt. Danke.
So, dich hauen wir jetzt hier weg, beziehungsweise ziehen dein Schild. Dann muss ich noch zu zwei Attacken kommen. Wie ich das schaffe, weiß ich nicht. Und dann muss ich irgendwas noch gegen dein Dings schaffen. So, runterfarmen ist nicht möglich. Du kannst mich mit Grifeldes einfach, mit Rexblitzer einfach weghauen. Ich schaffe eventuell noch eine Attacke. Ein Einäschern schaffe ich noch. Und dann muss ich irgendwie. Bitte, das muss noch ankommen. Das kam nicht mal an. Das kam nicht mal an, okay. Ja, das wird nix. Ein Aeroas reicht wahrscheinlich nicht aus und du hast jetzt hier gleich noch sogar zwei Attacken, ready. Schade, ein Einerscheinungsschaden wäre so viel gewesen. Wenn ich den hier noch draufgekriegt hätte, wäre echt schmackhaft. Kurz warten die Sekunde. Ja, ich verliere sogar den Gleichstand. Ich durfte oder ich konnte hier noch nicht draufhauen auf den Move, sonst hätte ich overtappt. Weil ich in seiner Ladeattacke einen Move rausgekriegt habe, musste ich erst warten, bis die Energie ankommt. Ich glaube, dass alle drei Pokémon ganz gut sind, die ich hier verwende. Aber das Team eventuell einfach nicht stimmt. Ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das Team vielleicht nicht das Beste ist. Ich wusste aber nicht, was ich machen wollte. Ich war auch erst am Überlegen, ob ich irgendwie mit meinem Schlafel in die Führung gehe und einen Charmer und noch irgendjemanden mit einer Kampfresistenz hinten reinpacke. Aber ich wusste noch nicht wen und wie. Von daher habe ich mich spontan für dieses Team entschieden, weil ich mir dachte, an sich könnte das ja ganz gut klappen hier mit Tornupto, weil wir keinen Empoleon haben. Gut, das würde auch guten Schaden kriegen, aber wir haben auch dementsprechend kein Sompex. Und ich habe gehofft, dass dann eventuell die Feuer-Pokémon so ein bisschen rauskommen. Also ich glaube, dass aktuell viel Stahl, viel Gift, viel Fee und auch Kampf gespielt werden könnten. Ich könnte mir vorstellen, dass Kampf-Pokémon wirklich sehr, sehr gut sind, weil wir viele Konter weg haben. Pixie ist raus, Fearow ist gebannt, Giratina, Cresselia. Also da sind schon einige Konsorten bei, die einem das Spielen für ein Kampf-Pokémon extrem schwer machen. Und ich denke, aus diesem Grund könnte Kampf vielleicht gar nicht so schlecht sein. So, ich überlebe noch einen Move und ich weiß nicht, was deine Mission ist hier. Willst du doppelt schilden? Möchtest du jetzt tatsächlich doppelt schilden? Ist das dein Play? In der Führung. Okay, dann fahr mich runter. Dann mach das. Ich komme mir sogar zu noch einem Move, oder? Schöner Wechsel von dir. Du hast jetzt so viel Energie auf deinem Pokémon aufgespart. Ich weiß noch nicht, ob das der Play ist, wenn ich noch zwei Schilde habe. Kann ich dir tatsächlich gerade gar nicht sagen. Aber wir können uns hier erstmal ein bisschen Energie holen, glaube ich. So, den ersten können wir schilden. Ich glaube, ich gehe dann noch zweimal. Ja, ich verliere wahrscheinlich einen Gleichstand gegen Nidoqueen. Das heißt, hier nochmal fünf Züge. Dann nochmal fünf Züge und dich dann hier besiegen, ist dann so der Play. Dann brauche ich noch eine Sofortattacke, bis ich die nächste Logikalonade habe. Und ich hoffe, dass ich das gegen Nidoqueen ganz gut regeln kann. Oh! Oh, Gift und Doppelnormal. Sowas habe ich auch überlegt. Ich war auch am Überlegen, wie ich Relaxo mit der Dings kombiniere. Geiles Team. Ist das witzig. So, ich überlebe wahrscheinlich einen Body Slam. Schön, dass ich hier nochmal zur Attacke aushole. Sehr, sehr wichtig. Und ich denke, einen Knirscher stecke ich auch weg. Perfekt. So, weil ich jetzt hier zur Attacke aushole, werde ich schilden. Das ist kein Thema für mich. So, ja, gib alles aus, was du hast. Boah, ist das gut. Ich überlebe jetzt trotzdem noch einen Giftzahn, oder? Komm schon, und ich habe die Energie auf meinem Pokémon. Ah, überlebe ich nicht. Okay, dann farm ich dich hier einfach runter. Zack. Jetzt habe ich noch ein volles Schlaraffel gegen deinen Schlaraffel. Und an sich können wir den Kampf beenden und du hast sogar die gleichen Wettkampfpunkte, auch nicht schlecht. Cooles Team. Tornupto gefiel mir wieder sehr, sehr gut. Und Schlaraffel hat dir mega Arbeit geleistet. Mein Schlaraffel zumindest hat den Gegner. Es kam nur auf den Feld und der Gegner hatte keinen Bock mehr. Hat sich gedacht, oh, nee, gegen Schlaraffel will ich nicht kämpfen. Schaffe ich nicht. Möchte ich nicht. Nein, was hätte er machen sollen? Der war im gelben Bereich. Ich hatte noch ein Pokémon, um abzufangen.
Also würden da die Server nicht ganz hart auf meiner Seite sein, hätte der das eh nicht mehr gewinnen können. Sedra King, auch nicht cool. Ah, nicht so cool, wenn ich ehrlich bin. Wie spielst du das denn? Möchtest du das denn so spielen, dass du den ersten schildest oder lässt du den direkt durch? Was ist da dein Play? Und ich glaube, als Griffeldes werde ich nichts schilden. Denn auch ein Wutanfall kann ich ganz gut wegstecken. So, und ich bin sehr, sehr spammy, ne? Und zack, da ist der nächste. Wow, ärgerlich, den hätte ich gerne rausgekriegt, falls jetzt die Octazooka kommt und du mich abschwächst. Hätte ich da schon gerne noch einen Move rausgekriegt. Der Wutanfall sogar. Und ja, was soll ich sagen? Macht jetzt nicht so viel. Nach meiner Ladeattacke bist du fast in dem gleichen Bereich. Und ich bin beim nächsten Schmarotzer. Ja, ich bin vor dir bei der nächsten Attacke. So, und alles, was du erreichen würdest, ist die Octazooka und die besiegt mich nicht. Von daher ist das schon ein ganz gutes Matchup hier für mich. Einfach nur, weil ich so viel aushalte. Runterfarmen ist dir nicht möglich. Wenn du zu gierig wirst, glaube ich nicht, dass du runterfarmen kannst. Ich überzeuge dich gerne davon. Okay. Weil ich zur Attacke ausgeholt habe, werde ich das jetzt nochmal machen. Bitte nicht die Senkung. Ah, perfekt. Das heißt, das besiegt dich hier. Oder du farmst mich halt runter. Wie du möchtest. Aber ich glaube, ja, ich hätte das durchlassen sollen. Ich wollte doch Tornupto hinter Schilden spielen. 1, 2, 3, 4. Du kannst nicht runterfarmen, ne? Du setzt auch direkt ein. Wichtig. Das ist wirklich gut. Und jetzt gehe ich in Tornupto. Du weißt, dass du nicht farmen kannst. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das Gute an der Sache ist hier, ich habe keine Doppelschwäche wie Fiaro. Sprich, eigentlich müsste er aufs Erdbeben gehen, weil ich das halt sonst wegsteck. So, das hätte dich besiegt. Bitte schenk mir ein paar Züge. Nein, du timest es gut. Bitte köder nicht. Bitte köder nicht. Ach, come on. Ein Steinhagel überlebe ich doch, oder? Ich gewinne den Gleichstand gegen dich. Okay, das ist halt das Gute mit Tornupto, weil man hier nur eine einfache Schwäche hat und nicht die doppelte. Das besiegt dich und was hast du jetzt noch hinten? Ja, können wir auch erstmal drin bleiben. Was willst du machen, auf Spukball gehen? Kannst du gerne machen, danach wird Schlaraffel alles regeln. So, ich glaube, dass ich dir jetzt den Move drücke und dann arschig, wie ich bin, in Schlaraffel gehe, um den Spukball da abzufangen. So, und... Wie kann das denn ein Gleichstand sein, wenn du in meiner Ladeattacke noch eine Attacke rauskriegst? Leute, bitte, wie kann das ein Gleichstand sein? Und Schlaraffel holt mal wieder den Win. Könnt ihr mir erklären, wie das ein Gleichstand war? Bitte. Man hat doch in der Lower Kalonade gesehen, dass da nochmal Bürde bei mir ankommt. Dann ist das kein Gleichstand, dann hätte ich rauswechseln können. Weil in der Theorie muss er eh eine Sekunde warten, bis die Energie bei ihm ankommt. Oh, ich hätte so gern den Spukball da abgefangen und sein Gesicht dann irgendwie gesehen. Ja, Tornupto gefällt mir, aber auch Schlaraffel. Weil das Ding halt ist halt da, ne? Ich glaube, jetzt so nach den ersten Kämpfen ist es eventuell die 400.000 Sternstaub noch nicht wert. Es sei denn, ihr habt kein Relaxo und wollt einfach ein bulky Pokémon haben. Dann ja, dann ist es gut. Es hält gut was aus und es ist sehr, sehr spammy. Der Schaden ist jetzt nicht so krass, aber muss es auch nicht, ne? Es hat ja ganz andere Aufgaben. Einfach den Gegner mit Attacken zuzuspammen und lange zu leben. Was ist denn hier los? Ja, Fehler 6 ist in Ordnung. Ah, come on. Lass mich hier nochmal positiv rausgehen. Ich würde gerne noch ein 3 zu 2 spielen. Das wäre echt cool, dass ich euch wenigstens Sets zeigen konnte. Zwei Stück, ohne negativ zu gehen. Das wäre jetzt echt cool. Ich hoffe, Niantic und der Algorithmus, ihr seid da auf meiner Seite. Ihr könnt mir ja ganz gerne mal den Gefallen tun. Komm schon. Wäre doch nicht verkehrt. Alles klar, du bist... ich weiß nicht, ob du Legend bist, aber du hast auf jeden Fall bis Expert geworden im letzten Rang. Dragoran sieht auch gut aus für mich. Ich denke, dass das auch kein Thema ist. Auch mit der Drachenroute nicht, weil ich halt so spammy bin.
So, ich stecke. Oh, ich hab doch overfarmed. Er hat Balls, ne? Ich hab extra noch overfarmed. Ich weiß nicht, ob er das Mitzählen nicht hingekriegt hat. Oder was da der Play ist. Aber wir machen das jetzt so. Ziehen jetzt wahrscheinlich ein Schild. Und gehen danach. Hier raus. Hier tut ein Steinhagel natürlich auch weh. Aber ob er den einsetzen möchte, ist die Frage. Oder ob man hier auf Doppelkreuzhieb geht. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Bitte geh auf Steinhagel. Ach, come on, Boy. Dann setzen wir jetzt hier ein. Entweder ziehen wir dein Schild oder ja, tschüss mit dir. Und mit Dragoran weiß ich nicht, ob man damit reinkommen möchte. Denn ein Dragoran kriegt auch guten Schaden durch eine Lobokanone, oder das würde ich euch gerne zeigen, wenn er zu gierig ist. Bitte setz. Oh, schade. Ah, oh, das wäre so schön. Aber du wärst definitiv dick im gelben Bereich, wenn du den durchgelassen hättest, den Move. Jetzt komme ich halt hiermit wieder rein. Du bist nicht im Kampf gelockt. Ich habe gedacht, du wärst noch gelockt in dem Fight. Okay, ich mache gerade echt Fehler ohne Ende. Ich habe überhaupt nicht die Wechseluhr im Blick. Ohne Fehler meinerseits wäre das vielleicht noch ganz gut gewesen, aber so? Keine Chance. Keine Chance, das so noch rumzureißen, wenn ich so komisch spiele, wie ich das gerade hier mache. Das hätte wahrscheinlich auch noch positiv ausgehen können. Und du überlebst das sogar. Als Krypto, bitte schaff keinen Move. Bitte nicht. Ich will hier nicht schilden. Ist bestimmt ein Spukball, ne? Ich wusste es. Ich wollte es erst durchlassen. Ich wollte es erst durchlassen. Ah, ist das nervig. Aber du hast gut energielos. Ah, das wird noch sehr, sehr tricky. Meine Sofortattacke wird resistiert ohne Ende. Wie viel macht denn ein Body Slam gegen dich? Uff. Tut weh. Der tut weh. So, das besiegt mich leider, ne? Okay, das habe ich nur wegen Fehler meinerseits verloren. Och, wartet mal. Wartet mal. Ich muss leider eine Sekunde hier drin bleiben, dass der Schaden mich besiegt, damit ich den Schaden nicht auf Grifeldes transferiere. So, drin bleiben. Schaffe ich hier noch eine Attacke? Eins. Nein, es. Okay. Never mind. Lucky war am Anfang auch, dass obwohl. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er es hinkriegt, mich zu besiegen. Oder eher gesagt, rauszuwechseln. Ich habe overfarmt, ne? Ich bin nicht direkt bei 4 auf Aeroas gegangen. Beziehungsweise auf Standpauke. Das heißt, ich farm over. Und er wechselt dann Lucky und fängt auch noch den richtigen Move ab. Ah, das war doof. Und wir stehen wieder da, wo wir das Video begonnen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns einfach morgen beim nächsten Mal wieder, ja? Haut rein und ciao.